Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Und ich begrüße euch zu einem neuen Playthrough hier auf dem Kanal. Und liebe Freunde, ja, was soll ich sagen? Ich bin mal wieder in der Stimmung für so ein gutes, richtig, richtig gutes Detektivspiel. Und da gibt's einige da draußen. Aber ich glaube, keines hat das so gut eingefangen, was es bedeutet, Detektiv zu sein, auf so neuartige und tolle Art und Weise, mit einem ganz geilen Setting und wirklich einer sehr lebendigen Welt wie L.A. Noire. Und genau das werden wir jetzt angehen, liebe Freunde. L.A. Noire ist am Start. Ich habe vor kurzem erst wieder L.A. Confidential gesehen. Und dann habe ich Gangster Squad gesehen. Ich habe in letzter Zeit viele Filme gesehen, die so in L.A. spielen, vor allem zur alten Zeit. Ich habe auch letztens erst wieder mal La La Land gesehen, falls ihr den Film kennt, ne? Ja, die bei den Oscars so abgeräumt hat. Ausnahme bei bester Film. Da hat er ja erst gewonnen und dann den wieder aberkannt bekommen. Auf der Bühne live. Auch ein Novum gab es vorher auch nicht. Und da habe ich irgendwie richtig Bock bekommen, wieder zurück in die Stadt der Engel zu gehen. Und nicht nur irgendwie, sondern als Detektiv Cole Phelps in den 40ern, Anfang 50ern. Und das ist L.A. Noire, liebe Freunde. Es kam 2011 raus, damals produziert von Team Bondi oder Team Bondi aus Sydney, Australien. Und hatte die genialste Technik damals am Start. Nämlich so eine Gesichtserkennung, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Ganz aufwendiger Prozess. Da wurden echte Schauspieler in einen Raum gesetzt, der komplett weiß war, mit 80 Kameras, 360 Grad so gefühlt. Und dann mussten sie ihre Lines aufsagen und spielen, also ihre Dialogzeilen. Und das wurde dann auf die Modelle getrackt von L.A. Noire. Und ich finde, kein anderes Spiel hat das vorher nachher benutzt, weil es wahrscheinlich auch ziemlich teuer war. Aber es hat halt einfach richtig, richtig toll ausgesehen, auch heute noch. Denn das Spiel ist ziemlich alt. Ich glaube, knapp fünf oder sechs Jahre hat L.A. Noire jetzt mittlerweile auf dem Buckel. Und ich habe mir gedacht, das wird mal wieder Zeit, dass wir uns mal da reinstürzen. Ich habe es schon mal durchgespielt, aber es ist so lange her, liebe Freunde. Ich glaube, ich werde vieles falsch machen und vieles vergessen. Aber in dem Sinne, liebe Freunde, würde ich sagen, starten wir diesen Playthrough. Ich habe schon wieder viel zu lange geredet. Und stürzen uns rein in die Welt von L.A. Noire. Und ja, ich möchte bitte auf der Festplatte. Wie ihr seht, ich spiele es auf der Xbox 360. Ich habe es leider nicht für den PC. Ich habe es mir damals für die Xbox 360 geholt. Aber wir beginnen auf einem brandneuen Profil. Ich weiß noch nicht, ob ich die DLC-Fälle mache. Es gibt ja noch vier, glaube ich, Fälle, die man als im DLC lösen kann. Also die es als DLC nachgeliefert wurden. Die habe ich alle mal runtergeladen und auch alle mal gespielt und alle auch durchgespielt. Aber ich weiß nicht, ob ich die mache. Auf jeden Fall, sie sind vielleicht sogar installiert. Am Ende kommen sie auch irgendwie automatisch hierher. Ich weiß es nicht mehr so ganz, liebe Freunde. Ich würde einfach mal sagen, mit diesem stimmungsvollen Menü, ja, das einfach nur richtig, richtig gut ist. Wo man aber leider noch nicht die Subtitles, also die Untertitel anmachen kann. Aber ich glaube, da wir englische Sprachausgabe haben, sind die deutschen Untertitel automatisch eingestellt. Aber genug der Vorbereitung. Guckt euch einfach mal dieses stylische Menü an. Ja, und ich finde, das ist eine gute Einstimmung und ich würde sagen, wir gehen rein, wir beginnen unseren Playthrough von L.A. Noire. Ich hoffe, ihr seid dabei, ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf dieses Spiel wie ich. Ich kann mich noch erinnern, als das erste Mal rauskam, ich hatte es als in Socken gehauen und ich glaube, das wird auch jetzt wieder nicht sehr anders sein, glaube ich. Und ich würde sagen, es geht jetzt wirklich jetzt endlich los jetzt hier und los! Ich werde in den Cutscenes wahrscheinlich größtenteils mal meine Fresse halten, nur über Gameplay werde ich natürlich ein bisschen drüber labern vielleicht, je nachdem. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. Quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. Thank you.
A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the path, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Ja, liebe Freunde, und da sind wir mittendrin in der Welt von L.A. Noir. Ein schöner kleiner Einstieg, in dem wir bekommen haben. Wir haben unseren Helden kennengelernt, Cole Phelps. Wir haben die Stadt sehr, sehr gut kennengelernt, sehr, sehr stimmungsvoll eingeführt. Und ich muss wirklich sagen, damals, also das Spiel ist ja rausgekommen, unter dem Publisher Rockstar Games. Und das merkt man dem Spiel halt einfach nur an. Es hat so viel Politur und ihr habt es schon gesehen in der Intro-Sequenz, die Gesichter, wie toll das heute noch aussieht, muss man einfach sagen. Und wir werden jetzt als Einsteiger, als Rookie-Cop zu unserem ersten Einsatz gerufen, zu einer Schießerei. Wir haben den Vic, Scooter Payton, ein Negro male, bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a low life. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got places here. To be. Happy hunting. Ja, also wir sind ein Rookie-Cop, ein Anfänger sozusagen. Und wir wurden jetzt an einen Mordschauplatz gerufen, um Beweise zu sichern. Und das ist unser kleines Tutorial sozusagen. Wir haben gerade die zwei Detectives kennengelernt. Floyd Rose und seinen Partner. Und ihr habt sie jetzt schon gesehen. Das sieht schon relativ cool aus, die ganze Geschichte. Und ich muss wirklich immer wieder sagen, der Einstieg ist genial gemacht und das merkt man auch einfach. Und wir können uns an den Crime Scenes hier Sachen angucken. Zum Beispiel hier diese Flasche, die aber nichts mit dem Mordfall zu tun hat. Das hat nichts mit dem Fall zu tun. Und deshalb können wir sie auch wieder liegen legen, hat uns das Spiel ja auch gesagt. Nicht alle Objekte sind hier relevant. Aber wie gesagt, guckt euch das doch einfach mal an. Wir sind in L.A., sie wurde uns genial vorgestellt, die Stadt. Kurz nach Ende des Krieges ist das hier. Die Stadt ist im Aufbruch und alles ist cool. Und ja, und wir sind ein Anfänger oder gerade frisch aus der Truppe, quasi frisch in der Truppe drin. Und mal gucken, wie wir uns dann schlagen. Wir wollen natürlich irgendwann Detective werden, denn wir wollen natürlich ganz klar nicht Müllmann sein, auch wenn man das uns hier vielleicht schon ansieht, nehmen wir die ganze Zeit die Flaschen aus, angucken, aber das ist alles Zeitverschwendung, wie unser Partner hier sagt, weil wie gesagt, wir sollen hier auch keine Wunder vollbringen, das war irgendein Idiot, der hier umgebracht wurde, beziehungsweise eigentlich nichts nutzt, wie ja schon gesagt wurde, also wahrscheinlich ein Schwarzer, weil zur damaligen Zeit gab es immer noch sehr viel Rassismus, liebe Freunde. Aber ich würde sagen, wir haben hier zum Beispiel so ein Newspaper, das können wir uns doch mal angucken, so eine schöne Zeitung, mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Ah, hier. Wir können entweder die Flasche auswählen. Oh, die sieht sehr wichtig aus. Nein, liebe Freunde, das ist alles nur Müll. Ja, aber hier hat man sehr viel getrunken hier in dieser Gasse anscheinend. Wahrscheinlich die betrunkenen Gasse. Wir gucken uns natürlich diese Zeitung an. Ja.
Zeitungen beinhalten Hintergrundinformationen. Der Psychiater sagt, der Verstand ist die letzte Grenze. Ich drücke A, um die Artikel dieser Schlagzeile anzusehen. Natürlich, liebe Freunde. Machen wir doch. Da kriegen wir eine kleine Zwischensequenz. Einen Rückblick, Zwischenblende, egal. Müssen wir mal gucken. Could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. Guckt euch das an, ne? Diese Gesichtsanimation, das kriegt man einfach nur hin, wenn man wirklich Gesichter abfilmt. Are you thinking of specializing, Mr. Ist einfach so. Sheldon. Also so, so detailliert, ja. Und das braucht man ja auch, das ist ja auch Teil dieser, Teil dieser Mechanik, dass wenn wir Leute befragen, dass wir anhand ihrer Gesichter sehen müssen, ob sie lügen, ob sie uns verbergen oder ob sie uns was verbergen oder ob sie die Wahrheit sagen. Und dieses System ist, ich finde es immer noch outstanding, ist immer noch state of the art, wenn nicht sogar schon relativ futuristisch für die damalige Zeit gewesen. Und ja, und wie gesagt, das kann man halt erwarten, wenn man ein Rockstar-Game halt kriegt. Und das ist schon ziemlich cool. Und hier lernen wir Dr. Fontaine kennen, quasi einer der ersten großen Psychiater, der so die menschliche Psyche, sag ich mal, versucht herauszufinden oder zu ergründen. Und hier haben wir einen ehemaligen Kriegsveteran oder einen, der quasi eher entlassen wurde. Und der hat sich jetzt hier eingeschrieben in seiner Vorlesung. Und genau, und der ist besorgt um seinen Kameraden, der vielleicht irgendeine psychische Störung hat. PTSD, also posttraumatisches Stresssyndrom, das gab es damals ja noch nicht. Genau, er ist Medizinstudent hier und dann. Er ist so ein. For whom he can only smooth the path to death. Oh, oh, oh. Manche Leute kriegen keine Hilfe. Manche Leuten kann man nur den Schmerz lindern. Ja, damals war ja ganz dieses ganze, die ganze Psychiatrie, die ganze Psyche, ja, war da noch nicht so ergründet. Damals hat man noch Elektroschocks bekommen, wenn man verrückt war, sozusagen. Das war jetzt übrigens kein Hinweis, den wir sammeln mussten. Das ist einfach nur so nette sammelbare Objekte, die so uns ein bisschen Hintergrundinformationen zu den einzelnen Figuren geben, die es hier noch gibt in der Welt von L.A. Noire. Zum Beispiel halt dieser Dr. Fontaine. Und ihr merkt das nicht, ihr habt es bloß eben gelesen, wenn ich mich einem Objekt nähere, das ich untersuchen kann, dann fängt mein Controller an zu vibrieren. Das ist, finde ich, ein sehr subtiler Hinweis, den ich persönlich sehr viel besser finde als zum Beispiel, oh, guck mal hier, wie wäre es denn mit diesem leuchtenden Objekt, dass du das vielleicht aufnimmst? Ja, wie zum Beispiel, keine Ahnung, in anderen Spielen, wo wirklich Objekte, mit denen man interagieren kann, so leuchten. Und stattdessen gibt einem das Spiel hier sehr viel Freiraum, zumindest in den Crime Scenes, also in den Tatorten, gibt einem das Spiel sehr viel Freiraum, alles uns genau anzugucken. Und wir müssen auch alles uns genau angucken, denn je mehr Hinweise wir finden, umso besser können wir die Leute ja auch befragen, ja, die dann später, die wir dann später quasi, ja, quasi verhören. Jetzt habe ich das Wort verhören. Ich wollte gerade question sagen, aber ich bin so voll im Englischen drin. Weil man, wie gesagt, hier ist logischerweise, ich gucke viele Filme in Englisch und ich gucke Serien in Englisch. Ich lese viele englische Bücher und irgendwann vermischt man das Ganze dann miteinander. Was ein bisschen schade ist. So, ich kann, glaube ich, auch rennen. Genau, ich kann auch rennen hiervon. Das werden wir jetzt auch mal tun, dass wir mal ein bisschen schneller hier unterwegs sind. Denn unser Partner steht ja schon da hinten und wir sehen ja da also fetter Blutfleck. Wie gesagt, es ist noch nicht so viel zu ergründen. Es will uns das Spiel bloß seine Mechaniken einmal erklären, was ganz wichtig ist, finde ich. Und wie gesagt, auch ganz cool ist. Wir gehen natürlich jetzt hier hin und gucken uns das an. Hier liegt nichts, wenn ich mich genau... Nee, wenn ich genau gucke, liegt hier nichts. Genau, und wir sollen uns hier das angucken, wo unser Partner ist, dem Blutfleck. Genau, und wenn wir jetzt hier, können wir uns das rein theoretisch angucken. Und wir können unseren Partner nach Rat, um Rat fragen, was immer ziemlich cool ist. Wenn wir nicht weiter wissen... Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Genau. Hell of a way to go. Ah, das ist so eine Art Hinrichtung. Don't get all deep on me, Phil. Don't get on deep on me. So, wir können unsere jetzt Hinweise, die wir gesammelt haben, kriegen wir in unser Notizbuch. Und das finde ich eins richtig, richtig guter. Ja? Also wir können hier quasi so, Scooter Payton, so heißt unser Mordopfer, der Mordverdächtige und der Detective Floyd Rose, ja.
Und ihr seht, der gute Cole Phelps, den wir hier spielen, der ist ein brillanter Zeichner. Innerhalb von kürzester Zeit kann er hier zeichnen, wie Leute aussehen. Und das wirklich richtig gut. Guckt ihr das mal an. Also Floyd Rose, na, der ist, hat braune Augen, er ist 42, ist männlich, Haare sind auch braun. Ermittler, einer der wichtigsten Mordpersonen. Wie gesagt, Scooter Payton ist unbekannt, haben wir noch nicht. Ist ein männliches Mordopfer, schwarz. Na, deshalb erwarten die uns auch keine Wunder. Wir sollen nicht genau untersuchen, weil wie gesagt, er ist schwarz. Und damals hat man sich um schwarze Menschen, generell um Minderheiten, nicht so geschert. Vor allem nicht nach dem Krieg. Zwei Schüsse aus nächster Nähe, ins Gesicht und in die Brust. Und dann, wie gesagt, noch hier der Mordverdächtige. Da wissen wir es auch nicht, wer es ist. Ja, eines großen weißen Mannes. Ein großer weißer Mann. Ja. Und das ist ganz gut. Wir können hier unsere Hinweise untersuchen. Ne? Zum Beispiel unseren Blutfleck, den wir gefunden haben. Dann können wir uns eigentlich auch mal durchlesen. Ne? Ganz cool. Blutspritze an Türe und am Boden der Gasse. Ne? Hat auch ein kleines Bild gezeichnet. Er ist einfach Speedpainter, ist er. Und dann unsere Orte, na, Tatort in der Gasse. Und das wird dann später natürlich umso komplexer. Und dann außerdem haben wir Intuition, die können wir benutzen. Wir können Intuitionspunkte sammeln. Und damit können wir quasi unsere, ja, das ist so, geh aus dem Gefängnis und geh über Loskarte. Also wenn wir wirklich nicht weiter wissen, sowohl bei einer Befragung als auch bei einem Hinweis, dann können wir unsere Intuition benutzen. Außerdem werde ich natürlich mal meinen Partner fragen. Da, so macht man das bei der Polizeiarbeit. What do you think? Have a good look around. It could be anywhere. Ja, das werden wir tun. Vielleicht noch am Ende dieser Gasse, wo du nicht reingegangen bist. Du Idiot. Oh, es hat vibriert. Sehen wir uns mal ein Objekt an, liebe Freunde. Oh, wie der gute Cole das sieht. Guck dich das an. There's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. Don't hurt yourself. Ich bin Klettermaxe, Cole Phelps. Und wir sollen jetzt aufs Dach, weil da, wir, durch die Reflexion haben wir da eine, wahrscheinlich die Mordwaffe gesehen. Ja, ansonsten gibt es hier übrigens nichts. Hier unten liegt noch was, aber das sind nur Flaschen wieder. Ja, es ist noch nichts, sozusagen. Ja, es ist, wie gesagt, einfach nur wirklich, um uns ein bisschen darauf hinzuweisen, wie das Spiel funktioniert. Außerdem ist hier ein großes Licht direkt neben der Regenrinne, die wir hochklettern können. Ansonsten gibt es hier wirklich nichts, liebe Freunde. Aber später, wie gesagt, wird das noch wesentlich schwerer und wesentlich komplexer, die Mordfälle. Mit vielen Verdächtigen, die man befragen kann. Und da kann man auch, man kann hier auch das Gute, also was heißt Gute, aber das Interessante, man kann hier wirklich die Falschen in den Knast schicken. Man kann sich wirklich falsch entscheiden. Das ist einfach, das ist möglich. Ja, ich habe die Knarre gefunden. Hier. Smith & Wesson, Serial S71893. Jetzt können wir ihn weiter untersuchen, den Gegenstand. Ja, manchmal, bei manchen Gegenständen geht das. Zum Beispiel können wir uns die Patronenkammer angucken. Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Ah. Interesting guy. Ich sag mal so, wäre diese Reflexion nicht gewesen, hätte wahrscheinlich niemand auf dem Dach gesucht. Genau. Und das ist auch wirklich sehr komfortabel. Also wie gesagt, wir müssen nur auf so einen Musikhinweis achten. Das ist alles hier sehr subtil in L.A. Noire. Und schon wissen wir, okay, hier gibt es nichts mehr zu untersuchen an diesem Tatort. Aber wir gucken natürlich trotzdem in unser Notizbuch, denn wir haben natürlich jetzt neue Hinweise gefunden. Zum Beispiel halt die Smith & Wesson. Es hat eine Seriennummer, zwei Schüsse wurden abgegeben. Passt natürlich dazu, wie unser Mordopfer ums Leben gekommen ist. Auch durch zwei Schüsse, einen in die Brust und einen in den Kopf. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Nö. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. Richtig. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Na? Und ihr seht, der gute, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Ralph, der gute Ralph, der ist so ein bisschen der so, ich mach alles nach Vorschrift-Typ. Und lass mal keine Initiative zeigen, bloß nicht auffallen, egal negativ wie positiv. Genau, und er so, und der gute Cole ist halt wirklich ein ambitionierter Bursche. Genau, ist ein Streber, könnte man auch sagen. You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Ja, eben. Hallo, wir sind Polizisten, wir machen einfach nur unseren Job. Auf der anderen Seite, liebe Freunde, ne, da ich das Spiel gerne kenne. Und die erste Mission hat sich wirklich mir eingeprägt. Die andere Mission, oh, da bin ich wirklich dann langsam raus, aber die erste Mission hat sich einem eingeprägt. Natürlich hat das einen Hintergrund, ja, dass das Spiel uns jetzt vielleicht schon so langsam aber sicher mitteilt, so unterschwellig. Vielleicht solltest du wirklich nicht danach forschen, mein lieber Cole.
Aber wir werden es trotzdem tun, denn wir sind natürlich ein vorbildlicher Polizist, liebe Freunde. Und dazu steigen wir natürlich in unser Polizeiauto. Vielleicht einfach mal ein bisschen schneller auch, mein guter, lieber Cole. Und dann gehen wir hier in unser Polizeiauto. Hier wurde alles schon abgesperrt. Keiner hat was gesehen. Und gut ist hier, wie unsere Navigation funktioniert. Denn wir wählen das in unserem Notizbuch aus. Und da sagen wir Waffenladen. Und dann sagen wir, okay, da geht's als nächstes hin. Ja, in der South Central Avenue. Um zu gucken, ob wir dort vielleicht die Seriennummer finden. So, und dann würde ich sagen, fahren wir hin. Es ist ja natürlich eine Open-World-Welt hier. Die Welt von L.A. Noire. Aber ich sag mal, ich halte mich gerne an Verkehrsregeln. Außer wir haben eine Verfolgungsjagd. Ne? Weil ich will das hier so filmisch wie möglich spielen und nicht so GTA-mäßig. Aber man merkt natürlich, das wurde mit der GTA 4 Engine damals, glaube ich, produziert, die ganze Geschichte. Und das ist wirklich, 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 wirklich sehr, sehr gut. Vor allem diese kleine Flagge, die einem angezeigt wird. Wir können natürlich als Polizei über die roten Ampeln fahren. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, können wir mit... Nee, das ist unsere Bremse. Wie war unsere Sirene? Achso, und wir können ihn fragen, wie es geht. Er ist quasi unser menschliches Navi. Wie geht's denn hier zum LB? Wie war denn hier die Sirene, die wir anmachen könnten? Das ist die Handbremse. RB ist die Handbremse. Y die Sirene? Nee. Ah, wenn ich den Sync reindrücke. Und schon fahren auch viele an die Seite, weil wir ja die Polizei sind. Aus dem Weg, Polizei! Und jetzt kann ich wieder meinen Kumpel fragen. Ja, sobald ich kann, soll ich links fahren. Ja, und das finde ich richtig, richtig gut. Es gibt dann Leute, die crashen hier so durch und so weiter und so fort. Das werde ich mal natürlich bei den Verfolgungsjagden machen. Ist ja logisch, liebe Freunde. Aber bei allem anderen werde ich probieren, so ordentlich wie möglich zu fahren. Natürlich bei beengten Kreuzungen werde ich ganz typisch die Sirene anmachen. Aber ansonsten muss ich das nicht machen, liebe Freunde. Ansonsten, zack, fahren wir hier hin und da ist der Waffenladen. Wir müssen auch nicht in irgendein komisches Zielkreuz fahren, was ich persönlich sehr gut finde, sondern es springt automatisch in so eine Sequenz. So, da sind wir beim Waffenladen angekommen. Komischerweise gibt es Waffenläden, die immer noch um 22:30 Uhr nachts aufhaben. Wie das funktioniert, tja, fragt mich nicht, liebe Freunde. Vielleicht hat er ja was zu tun. Hier, hat eine Tür einen goldenen Türgriff, dann kannst du ihn durchgehen. So spart man sich übrigens zu gucken, kann ich in jedes Haus reingehen? Nein, liebe Freunde, ich habe zwar von einer lebendigen Welt gesprochen, in Anführungsstrichen, sie wird sehr lebendig gestaltet, aber die Open-World-Welt von L.A. Noire, das ist das einzig Schlechte, die ist wirklich sehr unbelebt. Officers Phelps and Dunn, can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grip. Er kennt sich aus. Same gun used by General. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know this piece will stop a riot. Yeah, anything that moves. These babies are only available special. Ah, special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. Hä? Das läuft alles viel zu glatt, wenn man mich fragt. Aber egal. So, jetzt können wir natürlich das Buch uns angucken. Ihr seht. Model 27 with pearl grips, Cole. Ja. You see it on there? Pearl grip. Wir können mal gucken, was es so für Namen hier gibt. Sag mal, hier, aha, aha. Herbert Falk, George Hackett. Ja, und jetzt gucken wir mal Pearl grip. Pearl grips wird uns auch angezeigt, ne? Ja, was ist hier? Pendleton Rosalind. Eine Frau hat sich das gekauft. Was hat sie sich gekauft? Eine 21er. Mhm, farbiger Stahlreim, Walnussgriff. Aha, interessant. Aber wir suchen ja nach einem Pearl Grip und ich sehe da einen Pearl Grip, liebe Freunde. Da. Poliertes Nickel, Permutgriff, 27er. Das ist Errol Schroeder, liebe Freunde. Wir machen's mal. We're in luck. Errol Schroeder. 203 South Gless Street. Ordered the gun in February 46. Na, 46. Also wir sehen es kurz nach dem Krieg hier. Thanks, die ganze Geschichte. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Ja, irgendwie, das läuft zu glatt, habe ich so im Gefühl. Aber gut, liebe Freunde, ich würde sagen, wir gehen zu Herrn Schroeder. Do we call it in? Let's see if he's at home. Genau. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Diese ganzen kleinen, möchte ich einfach mal sagen, Callbacks oder Call-Offs oder so, keine Ahnung, so wie Gunga Din, fragt mich nicht bei allen. Das ist wirklich ein sehr spezifischer Humor, Schrägstrich, zeitgenössische Hinweise, die man dort hat. Aber egal. Ein paar weiß ich noch, aber nicht alle. Daniel Patton zum Beispiel, das kennt man. So, und wir gehen jetzt natürlich zu Schroeders Apartment, aber vorher gucken wir uns nochmal um. Vielleicht hier, wir haben ja hier einen Errol Schroeder.
könnte vielleicht unser Mordverdächtiger sein. Registrierter Waffenbesitzer und Mordverdächtiger. Aber ihm gehört ja die Mordwaffe, liebe Freunde. Ja. Und dann würde ich sagen, wir haben hier unsere, genau, das Kassenbuch des Waffenladens. Na, da steht das auch drin. Na, Registrierbuch. Ah. Na, es ist ja wirklich unser erster Fall. Deshalb ist es noch relativ einfach. Ja. Und dann gehen wir mal zu Schröders Apartment. Errol Schröders Wohnsitz. Und dazu fahren wir natürlich mal hin, liebe Freunde. Der gute Ralph sitzt schon drin. Leider können wir ihn nicht fahren lassen. Ja, sondern wir müssen gucken, dass wir hier so vorankommen. So, mal kurz an der Kreuzung. Was sagt mir der hier? Next right. Next right. Und so. You need to take the next right. Yeah, das machen wir. So, und schon geht es ganz gediegen, aber mit Sirene. So hard, genau. Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. Ja, eben. One of a kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal. Na, wie gesagt, der gute Ralph hat's wirklich drauf. Der weiß wirklich, wie es funktioniert. Fahr ich überhaupt richtig? Fahr ich gerade richtig? Ich glaube, ich fahr gerade richtig. Genau, also mein guter Buddy, der sagt zu mir, Phelps, das läuft doch vielleicht nicht sehr einfach, nicht viel zu einfach, oder wir haben einfach nur Glück, liebe Freunde. Wie gesagt, also diese Fahrten, die werden mit der Zeit natürlich ein bisschen langatmig, aber wie gesagt, es gibt Verfolgungsjagden, es gibt Schießereien. Man hat versucht, das ganze Detektivieren hier so ein bisschen aufzubrechen mit coolen Sachen, aber wie gesagt, das ist immer noch die Hauptarbeit, die man hier drin macht. Und ich persönlich finde das richtig, richtig gut. So, alle mal stehen bleiben. Hier ist die Polizei. Gehen Sie aus dem Weg. Dankeschön. Ja, braucht ihr gar nicht hupen. Werden alle festgenommen wegen Behinderung der Justiz. Ja, wenn wir schön alle links ranfahren hier. So, wenn wir uns natürlich dem guten Errol Schröder nähern, sollten wir natürlich nicht die Sirene anmachen, damit er nicht denkt, wir kommen für ihn. We're coming for you, baby. We're coming for you. So. So, wo ist er? Hier an der Ecke irgendwo wahrscheinlich wohnt er. Da. Schröders Apartment. Ja, ja. Wir sind aber von einer ganz anderen Seite gekommen. Das ist Betrug. Lug und Trug ist es. Wir sind von einer ganz anderen Seite gekommen. Da habe ich gar nicht geparkt. Na, egal. Ist auf jeden Fall filmischer, wenn die so ins Bild laufen, die zwei, ne? Die sind ja auch in einem Film irgendwie. Ah, hier. Na, das, was ich meine. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass L.A. wirklich so aussah, Ende der 40er, Anfang der 50er. Kann ich mir wirklich so vorstellen. Wirklich. Liebe Freunde. So. Die Apartmentnummer einer verdächtigen Person herauszufinden. Natürlich. Ey, steh ich im Bild? Und er steht im Bild. Schröder. Apartment 2. Genau. Apartment 2. Da müssen wir hin. Wir können uns auch, hier wohnt noch ein gewisser Mr. Jarvin, ein Mr. Wood und ein gewisser Sherwood. Sherwood Forest wahrscheinlich. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Mr. Schröder, wir sind hier, um Sie festzunehmen. Was ist das? Apartment 2. Da ist er. What do you guys want? Großer weißer Mann. Officer Cole Phelps, this is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Mal gucken, ob unschuldig ist. What the fuck is going on here? You're under arrest. Ja, Schroeder. Eben. Cuff him, Ralph. No way. Er hat seinen eigenen Angestellten erschossen, wahrscheinlich, weil er ihn betrügen wollte. Oh mein Gott! Was ist hier? Was ist hier? Aua! Ey, mein Hut! That was a very bad move. Ja, eben. Haha, pam! Pam! Pam, pam! Versuch's nur! Aua! Ich sagte, versuch's nur! Und los, achso! Ey, ich hab gesagt, versuch's nur! Aua! Und jetzt, komm! Pam! Und dann liegt er da nieder. Mit dem Kopf und der Kopfnuss ausgeschaltet. Ja, eben. So, und jetzt hat er gleich die Knarre rausgeholt. Ja, echt mal. Ohne Spaß. Erstmal hole ich meinen Hut wieder. So, das kann ja nicht sein. Okay, liebe Freunde. Anscheinend
haben wir unseren ersten Mordverdächtigen geschnappt. Aber das geht im nächsten Teil weiter, liebe Freunde. Dann untersuchen wir hier sein Apartment in L.A. Noire. Was mir wieder richtig, richtig Spaß macht. Also es ist wirklich, ich bin wieder voll drin. Und ich liebe diese ganze Detektivarbeit. Und das ist einfach nur richtig gut. Aber da würde ich sagen, liebe Freunde, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Playthrough. Er wird semi-lang werden. Er wird jetzt nicht so lang werden. Ich glaube, nicht so lang wie das Honor 2 Playthrough. Glaube ich einfach nicht. Er wird aber nicht kurz nur werden, weil das ist doch ein relativ langes Spiel. Aber ich lasse eigentlich die DLCs weg. Außer ihr schreibt, ihr wollt die DLCs auch sehen. Denn die Fälle da sind eigentlich gar nicht mal schlecht, die sie da in die DLCs gepackt haben. Aber das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Genauso wie euer Lob, eure Kritik. Und natürlich könnt ihr auch eure Likes da lassen, eure Abos, falls ihr es noch nicht habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß im Internet. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut und auf Wiedersehen.